Hallo Leute und herzlich willkommen beim weiteren Let's Build auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch eine kleine Brücke zeigen, die ich mir überlegt habe bzw. gebaut habe. Dafür habe ich wieder ein paar Sticky Pistons gebaut. Ihr seht das hier, die Länge spielt eigentlich theoretisch keine Rolle, solange es nicht unbedingt über 15 Blöcke hinweg geht, weil ihr kennt das ja wahrscheinlich oder wisst das, dass ab der Länge von 15 es anfängt, etwas schwierig zu werden, wegen der Länge, auf die das Redstone-Signal weitergeleitet werden kann. Ja, und ich habe hier die Pistons hingestellt, jetzt brauche ich hier noch Repeater, die baue ich jetzt mal hier hin, zack. Ja, das hätte ich vielleicht ein bisschen vorher schon machen müssen, aber ich hoffe diesmal kein Fail hier reinzubauen, was aber wahrscheinlich etwas schwierig wird, da ich das Ganze jetzt vorher noch nicht getestet habe, beziehungsweise erst einmal gebaut habe und da, ja, ihr kennt mich ja. Ja. Ungefähr so sieht das aus. Hier ist das Signal, das dann losgeht. Und das Ganze schalte ich mit einem normalen Schalter. Ihr seht, ich habe hier einiges an Sand abgetragen. Den Schalter, den mache ich hier auch schon mal drauf. Und zwar so. Und ja, hier unten seht ihr, hier ist das Redstone-Kabel. Dann bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das hier um die Ecke vielleicht nochmal rumlegen soll. Ach stimmt, hier kann ich ja gar nicht, weil da oben drüber ist ja... So, dann mache ich hier eine Verlängerung rein. Beziehungsweise hierhin auch gleich. Okay, das Ganze lege ich dann doch einen Block weiter nach hinten. Bis hierhin, damit das Ganze etwas besser klappt. So, hierhin kommt das und das kommt hierhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Das passt schon mal. Bis hierhin brauche ich nur eins, zwei. Und dann einfach so. Auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, das ist auch 13. Das passt also auch von der Länge her, dass das Signal durchgeleitet wird. Warum ich jetzt hier einen Repeater habe und hier einen Repeater habe, einfach, dass es gleichzeitig hochgeht. Das Einzige, was ich jetzt machen möchte, sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dann lasse ich die ersten drei auf dieser Stellung. Hier stelle ich es eins, oder mache ich das? Hier stelle ich eins weiter. Hier stelle ich eins weiter. Und hier auf die letzte Stellung, sodass es so ein bisschen stufig geht. Natürlich mache ich das hier auf der Seite genauso. Schon wieder so laut. Jedes Mal tue ich hier irgendwie die Lautstärke hochstellen, wenn ich dann irgendwelche neuen Mods installiere. Wisst ihr, ich mache zurzeit auch Mods-Tutorials, so hier zwei, da eins, also hier auf der ersten Stellung, da auf der zweiten, hier auf der dritten und hier auf der letzten Stellung. Richtig, richtig. So, natürlich hätte ich das Ganze jetzt noch eins länger machen können. Was wir jetzt brauchen, ist einfach, dass wir hier oben alles mit Sandstone voll machen, beziehungsweise halt, ich bin jetzt hier in meiner Wüstenumgebung, deswegen Sandstone. So, einfach alles zuknallen. Hier mache ich das so, da das der Aufgang auf diese Brücke ist. Moment, ob ich es denn hier da... Na Schaf, hast du noch einen Wolle mit dabei, hä? So, sobald hier alles voll ist... Ich hoffe mal, ihr habt das jetzt verstanden, was ich damit meine. Sobald hier alles voll ist, könnt ihr das mit Lava oder mit Wasser voll setzen. Ich nehme jetzt Lava. Au, 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 oh nein. Moment. Ich brauche irgendwo ein Wasserbecken. Ich merke schon, ich werde da noch häufiger reinfallen. Nervig, sowas. Moment, ich habe ja Flymod. So. Natürlich kann man das auch, wenn man etwas vorsichtiger ist, auch selber hinbekommen. So. Die hier in der Mitte sind eigentlich eher nicht so wichtig, da das sich dann eh später hier immer wieder resettet. Weil ihr wisst ja, dann fährt jetzt gleich hier die Pistons hoch, machen das voll. So, jetzt habe ich eine Lavafläche. So, jetzt mache ich das Ganze aus. Hier ist mein Redstone-Signal, hier setze ich einfach mal den Stein oben drauf. Hier unten drunter ist das.
und hierhin kommt mein Schalter. Und wenn ich jetzt den Schalter aktiviere, müsste hier normalerweise die Brücke jetzt rausfahren und müsste den Weg freigeben. Genau. Und dann kann man drüber und wenn man das wieder ausmacht, geht's runter und die Lava fließt wieder zu. Und so hat man eine coole... hat man hier eine coole Brücke, finde ich. Ja, wenn man mit Wasser das Ganze baut, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil ich dazu die komplette Lava hier rausmachen müsste und das würde jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wobei, eigentlich müsste es gehen. Also wenn man das Ganze hier mit Wasser baut, dann müsste das normalerweise auch wieder komplett zufließen. Aber ich denke, so ist es auch relativ cool schon. Wenn man dann vielleicht hierher geht und macht sich hier noch ein... Das zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Macht vielleicht hier einen Lava-Wasserfall hin. Dann kann man nämlich auch alles nochmal ein bisschen besser verstecken. So, kleinen Moment. Hier hin die Lava. Jeweils außen lang. Schleichen, so. So, so. Das Ganze auf der anderen Seite auch noch. Finde ich, das gibt schon mal ein... Ja, das gibt einen coolen Effekt, so. Das kann sich sehen lassen. Dann fließt das natürlich alles wieder zu. Wenn man das auf beiden Seiten macht, finde ich, könnte das schon richtig, richtig gut aussehen. Ja, das wäre es eigentlich gewesen mit dem heutigen Let's Build. Auch wieder etwas Leichtes, beziehungsweise, was heißt Leichtes? Es ist ja relativ viel Schaltung, die hier unten drunter versteckt ist. Ich bin nämlich gerade noch hier am Bauen des Lichtschalters, beziehungsweise des Lichtraums dran. Und habe da zurzeit noch ein bisschen Probleme, weil ich das alles über einen Schalter machen würde. Mit zwei Schaltern hätte ich das natürlich sofort fertig, die ganze Geschichte. Aber da ich das ein bisschen komplizierter machen möchte und ein bisschen ja, professioneller, ja, halt so. Dann bin ich hier noch an was anderen am Bauen. Also ihr seht, ich bin hier einiges an Let's Builds am Vorbereiten bzw. Bauen. Damit bin ich jetzt hier raus. Ich hoffe, ihr könnt mit der Brücke was anfangen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.